Willkommen zurück, liebe Leute. Es geht weiter in der Karriere mit 1860 München. Der 9. Spieltag. Wir spielen gegen Köln und wir müssen ein bisschen was gut machen. Und vor allen Dingen, wenn ich auf die Top-Torjägerliste schaue, da sind noch ein paar Tore drin für uns. Der Rodri ist zwar ganz gut dabei auf Platz 4 mit 6 Toren. Fehlt nicht viel zu Müller, Lewandowski und Reus, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Ansonsten läuft es ja ganz gut und ja gut, das Spiel gegen Hertha haben wir jetzt verloren, war blöd. Aber in diesem Spiel jetzt gegen Köln haben wir wieder alle Möglichkeiten zu gewinnen und das waren jetzt machbare Gegner, alles, ne? HSV, Augsburg, Mainz, Hertha, jetzt Köln. Ich denke mal, da ist einiges drin und der blöde Sektor hat mal wieder vergessen, hier die Einstellung umzustellen, wa? Na egal, machen wir das mal fix. So, alles richtig eingestellt, los geht's. Vielleicht kann Stritzel heute ein bisschen mehr zeigen von der offensiven Mittelfeldposition. War ja ganz okay dabei, aber ja, das waren mal wieder extrem viele Chancen, die wir uns rausgearbeitet haben. Aber die Umsetzung bzw. die Vollendung der Torchancen war natürlich teilweise extrem lächerlich. So, der Ball könnte gut werden, aber der kam nicht stark genug zu Okoti. Hätte schon der erste Angriff werden können. Oh, jetzt kommen sie über die Außen durch. Nee. Stegmeier zu Weigel. Stritzel, Rodri. Gutes Zusammenspiel. Adlon, der kann auch was. So. Ah, Rodri so weit hinten. Okoti auch ganz weit hinten. Strobel kann man ein bisschen aufrücken hier. Flanke. Oh. Abstoß. Ach komm. Das war doch eine Ecke. Ach, verdammt. Da habe ich mich schon ein bisschen gefreut, dass wir jetzt eine Ecke bekommen. Okoti mit dem Kopfball, den richtig schön reinlunzen kann da. Aber was soll's. Dann müssen wir das Ganze halt verschieben. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass Okoti sich zu sehr fallen lässt teilweise. Oh, das war ein Foul, oder? Ja. Ah, da ging der Weigel nur in den Mann. Das geht natürlich nicht. Das kann ich nicht gutheißen. Vogt, wo geht er hin? Hä? Nichts Besonderes. Oh, schlechter Ball. Schlechter Ball von Okoti. Da steht mal gegen Hector, kommt da auch nicht ran. Anga, oh nein, Kopfball. Oh, Tega. Oh, Tega hat den Ball zumindest gehalten. Oh, Vogt gegen Rodri, Halleluja, ey. Stemmt seinen ganzen Körper da rein. So geht das aber nicht und Olowski ist durch. Wird da nicht angegangen. Alter, was ist denn mit Köln los? Stritzel. Nein, kann den Ball nicht halten. Gibt's doch gar nicht. Gute Dribblings hat er drauf. Aber er lässt den Ball auch ziemlich leicht von sich weg nehmen. Das, nein, das ist... Oh, habe ich komplett unterschätzt den Ball. Den habe ich komplett unterschätzt, Stegmeier. Könnt ihr den nicht mal ein bisschen weiter streuen? Stritzel. Schaut euch das an. Das war wieder sehr einfach. War auch ein bisschen meine Schuld. Boah, Seitenwechsel zu Olowski, aber der kommt da nicht mehr ran. Nee, Bretschko wäre es da oben, ne? Ach, keine Ahnung. Ein Kölner halt. So, ein Stegmeier da in der Zentrale. Och, was mache ich denn? Da schluder ich hier rum mit dem Ballbesitz. Nein! Halfa! Der Ex-Löwe macht das Tor. Gibt's auch gar nicht. Ach, ja, das war bis jetzt kein gutes Spiel von mir. Okoti vielleicht mal mit einem Solo. Okoti! Schade. Der Horn im Tor, den müssen wir prüfen. Der hat bis jetzt noch nichts halten müssen, glaube ich.
diesen Schuss eben auch nicht. Der ging ja sowieso vorbei. Also bis jetzt sind wir keine Gefahr für ihn. Schauen wir mal, was da noch möglich ist. Ein bisschen besseres Zusammenspiel. Aber Köln führt jetzt auch. Das heißt, sie werden wahrscheinlich ein bisschen defensiver sein. So, jetzt vielleicht. Nach oben. Nach oben. Okote. War das sensationell? Das ist sensationell. 1:1. Schaut euch das an, wer den hier rüberlupft. Oh, wunderschön. Und dann brettert er ihn an Horn vorbei. Da kann er nichts machen. Viertes Ligator für ihn. Sauber. Sehr, sehr gut. Hätte ich gar nicht von ihm erwartet, dass er da noch nach oben kommen kann. Aber ich habe es vorhin schon mal versucht und da hat es auch geklappt. Deswegen habe ich jetzt mal... habe ich mir Mut gefasst hier. Und es hat funktioniert. Anger mit Kagelmacher, Palmer zusammen. Das ist nicht so schön. Und Einwurf noch. Nicht so schön, dass der den da nur so ein bisschen... mach vorne. Schade, dass er den so weit hat abrennen lassen eben. Aber egal. Szene vorbei. Weiter geht's. Strobel mit Adlung über die Außen. Okote. Adlung verliert den Ball. Das darf nicht sein. Strobel, kommt er doch an. Nee. Einwurf für Köln. Wieder so ein dummer Ballverlust. Oh, jetzt muss Strobel aber hier alles richtig machen. Hat er gemacht. Hat er gut gemacht. So, dann machen wir aber keinen kurzen Abstoß. Das ist ganz schön gefährlich. So, jetzt Stegmeier, oben Okote. Nicht gut genug, dieser Ball. Rodri, der ist gut. Nein! Lass dich da doch nicht so leicht abdrängen. Jetzt kommen sie auch noch durch hier mit Zoller oder was? Na? Shit. Kein Foul. Nicht genauso. Ach, verdammt. Weigel, komm. Pushen. Adlungen. Lass dir da nichts erzählen. Die kochen auch nur mit Wasser. Das war gut. Stritzel. Was sind das für Bewegungen von ihm? Da muss noch eine ganze Menge kommen, bevor er da eine Hilfe ist. Okote. Ich dachte, Rodri kann sich da vorbeidrängen. Schafft's aber nicht. So geht's 1:1 in die Pause. Ganz ehrlich, Stritzel, nicht gut genug. Lechleiter weiß ich auch nicht. Der hat halt ein besseres Stellungsspiel, aber er hat halt überhaupt keinen Antritt. Und im Dribbling ist er auch nicht so gut, aber Simon nehmen wir mal, ne? Oder Janze? Nee. Wir nehmen Simon. Und Lechleiter kann dann im Laufe des Spiels vielleicht nochmal kommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Erstmal so. Was war das denn? Den hat Okote aber ordentlich vertüdelt. So, der ist gut. Weigel. Weigel, einfach mal raufhauen nach außen, Fürsten. Das gibt es doch nicht. Schöner Schuss und in den Gegner geklippt, aber egal. Och, Mann. So ein schöner Pass auf Weigel. So schön durchgelaufen. Wo passt er den denn hin? Das gibt's nicht. Zolle über die Außen. Verfolgt von Anger, aber nicht eingegriffen. Oh, super, Stegmeier. Upp. So. Rodri, Stegmeier, Simon. Schnell rüberlegen. Okote. Kann sich körperlich durchsetzen. Er kann sich körperlich durchsetzen, aber wenn da keine Sau hilft, dann wird es natürlich auch nichts. Wieso denn? Hä? Was war jetzt? Das war ein Foul? Okay, wen haben wir denn da? Ach, wer ist denn gut? Keiner ist gut. Keiner ist gut. Was machen wir denn da? Machen wir es so. Oh Gott.
Weigel, Okotie, ich weiß nicht, was ich tun soll. Weigel, schieß. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Für solche Situationen hätte ich halt echt gerne einen Lechleiter. Dann dauerhaft im Team, was macht ihr denn da? Was? Ach komm, Schiri. So. Jetzt reicht's mir aber auch. Okote ganz gut, aber jetzt brauche ich einen Striker da vorne. Der sich auch ein bisschen durchdribbeln kann, denn ich habe das Gefühl, das wird ziemlich eng da in der Defensive bei Köln. Alter Ortega. Der kam doch genau auf dich zu, oder? Schwierige Angelegenheit, okay. Damit kann ich leben. Adlung. Das war nicht so schön. Ach, verdammt. Ja, das war die erste Aktion von Lechleiter. Der hat es dann ordentlich verkackt. Aber Schindler, gut. Und Fehlpass zu Lechleiter. Das geht natürlich nicht. So, Stegmeier. Ach Gott. Lauf, Forrest. Lauf, aber keiner dabei, oder? Doch, Weigel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lechleiter. Lechleiter hat einen guten Schuss. Adlung, nein! Abgefälscht, nur Eckball. Boah, ist das wieder kritisch hier. Ist das wieder kritisch. Schindler, Kopfball. Kriegt ihn nicht. Weigel unten. Oh, kommt da auch nicht ran. Anger läuft hin. Anger läuft hin. Macht den Weg zumindest etwas zu. Schön stören immer. Stören, Leute. Anger. Sauber. Ja, schaut euch das an. Wie eng das da ist. Simon! Und der Nachschuss. Kommt gar nicht erst zustande. Ist das bitte. Oh, kein Foul an Rodri. Da wollte ich den Ball vorbeilegen. Immerhin kriegen wir einen Einwurf jetzt. 78 Minuten gespielt. Wird nochmal gewechselt. Lechleiter. Stegmeier, was machst du denn mit dem Ball? Leg den noch besser hin. Weigel. Weiß nicht, wie ich da vorbeiziehen soll. Immer, das ist extrem schwierig. Die haben keinen Antritt da, leider. So, Adlung. Verdammt, das war's, oder? Anger, kann ich dich mal auswählen, nicht? Ach, die Auswahl der Spieler ist immer so eine Sache. Schaut euch das an. Das ist so enorm schwierig, da Platz zu gewinnen. Weil die halt immer... Die stehen so defensiv, die Kölner. Das ist der Wahnsinn. Und ich komme da nicht vorbei mit Lechleiter. Der ist einfach nicht gut genug. Vielleicht jetzt über den Einwurf nochmal die Chance, ein bisschen Platz zu gewinnen. Oh, nee. Bietet euch an, Leute. Rodri. Alter. So mega eng. Wieso denn dahin? Einfach mal die Flanke rein. Wieso steht denn da keiner ordentlich? Das gibt es nicht. Das war's. Das war's. Es wird ein 1:1. Ich sehe es kommen. Oh, ist das bitte! Oh, ist das bitte. Ich war so viel besser. Und wieso steht Köln? Unfassbar. Die stehen bei einem 1:1, stellen die sich komplett hinten rein. Was ist denn bei denen los?
Das geht ja gar nicht. Also, und der Miel hätte sowas nicht gegeben. Aber nur gut, 9 Spiele, 12 Punkte. Wir können ein bisschen simulieren. Und das Scouting geht voran. Schauen wir mal, was dabei rumgekommen ist. Ob da ein paar Mega-Talents dabei sind. Sieht nicht so aus, ne? Nee. Nix mehr dabei. Aber wir haben ja einen neuen Jungen. Wo ist er denn? Hier! Isquerido. Sprungkraft, Stärke, gute Ausdauer. Ist halt ein Innenverteidiger, ne? 18 Jahre jung. Könnte man mal mitnehmen. Wie groß ist der? 1,84. Okay. Ganz okay. Hohe defensive Arbeitsrate, das ist auch ganz wichtig. Und ansonsten müssten wir eigentlich nur hoffen, ne, dass das was wird. Ich würde sonst auch... Naja, das wollte ich nicht. Simon kann auch ZOM spielen. Dann würde ich ihn erstmal da reinhauen, weil Stritzel... der hat einfach nicht die Qualitäten dafür gerade. Das wird wohl nichts. Ansonsten hätte ich da auch keinen, den ich da hinstellen würde. Gut. Aber das ist erstmal ein ganz gutes Team für die Bundesliga und gegen Stuttgart. Ganz ehrlich, da muss es reichen. Wir können mal schauen, wo Stuttgart gerade ist. Die sind 14. mit 8 Punkten aus 9 Spielen. Da haben wir schon mal 4 mehr. Das ist nicht schlecht. Guck mal, und es fehlen, es fehlen 6 bis zum 6. Platz. Da haben wir ordentlich was liegen lassen. 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Aber es ist die erste Liga, ne? Das ist hier, spielen hier schließlich auch auf Weltklasse. Das ist nicht alles so einfach. Und bei den Talenten hier sehen wir auch, da kommt nichts nach. Das hier höchstens noch, Michael Müller, aber ein Rechtsverteidiger auch nicht so stark. Wenn wir uns das mal anschauen hier. Startet vielleicht mit besseren Werten als manche andere. Ach, wir nehmen ihn aber mal, ne? Wir nehmen ihn einfach mal und dann werden wir mal sehen, was da rumkommt. Im nächsten Spiel gegen Stuttgart vielleicht... kommt das Supertalent schon mal zum Einsatz. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like da und schreibt was Nettes in die Kommentare oder so oder auch nicht. Bis dann. Ciao.